Martin. Servus, Martin. Alla. Grüß dich. Servus. Folgendes, Jungs, ich bin ja mit meiner Kampagne unterwegs auf der Suche nach Innovation. Und jetzt habe ich vernommen, dass ihr da ein ganz tolles Teil entwickelt habt. Ich habe es im Internet angeschaut, so ganz recht kann ich es nicht beurteilen. Könnt ihr mir jetzt mal ein bisschen näher erklären? Ja, du launch eigentlich gerade drauf. Ja, es ist im Prinzip für Gitarristen entwickelt worden, aber es ist aus dem Bereich gekommen, weil der Gitarrist sich selber nicht gescheit hört. Also deswegen spielen auch Gitarristen so laut. Und das Hauptproblem ist, dass immer Gitarrenlautsprecher ganz konzentriert die hohen Frequenzen gebündelt abstrahlt. Und das tut weh in die Ohren. Also das schmerzt richtig. Und jetzt war einfach meine Idee, den Schallpin irgendwie so aufzusplitten, damit das ganz feine Portionen werden. Und damit man dann im Raum den Eindruck hat, dass egal wo man hingeht, dass der Klang von der Gitarre immer gleich ist. Ja, es ist so, dass eben das Problem nicht nur ich allein gehabt habe, sondern ich wusste, das haben andere auch. Nur dass dann so angenommen wird, das habe ich natürlich nicht voraussehen können. Und in der Zwischenzeit kann man sagen, spielen drei der bekanntesten Gitarristen von Österreich, also von Reinhard Fendrich, von der Christina Stürmer oder von Falco, die spielen in der Zwischenzeit damit. Eigentlich, dass es ein Grundproblem für alle Blechblasinstrumente löst. Und das ist, meine Uhren sind da, meine Trompeten hebe, der Trichter ist da. Das heißt, ich höre das einem ganz anders, indirekt, akustisch vom Raum und nicht so wie vorhin aussieht. Das heißt, ich muss eigentlich immer abschätzen, wie laut ich wirklich bin. Und D-Flex Press löst genau das Problem. Franzi, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein habe dürfen. Ich habe viel gelernt. Das ist das Tolle an unserem Land, dass es so viele findige Köpfe gibt, oft an Orten, wo man sie nicht vermutet, und diese Einblicke zu bekommen, das ist für mich sehr, sehr viel wert. Ja, nett, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, logisch. Und super, dass du das machst. Wir bleiben in Kontakt.